herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Und heute möchten wir dich einfach teilhaben lassen an dem, was Menschen uns schreiben. Und da erreichte uns Folgendes. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Sendung Hoffnung um 12. Ich werde mit diesen Sendungen immer gestärkt und sehr ermutigt. Das ist wirklich eine gute Sache. Ich habe den Link bereits mehrfach weitergegeben. Die Sendung tut richtig gut, denn im Krankenhaus, in dem ich arbeite, ist die ganze Virussache sehr real und die Macht der Angst enorm spürbar. Das ist genau das, was wir wollen. Menschen ermutigen, dass sie wirklich gestärkt werden und auf Jesus schauen. Und Daniel hat ja immer so einen Tipp des Tages und da schreibt uns jemand: Ich musste den Tagestipp gleich anwenden. Fenster putzen und Vorhänge waschen. Heute freue ich mich an den sauberen Fenstern und den schön leuchtenden und gut duftenden Vorhängen. Danke. Das ist doch auch nett und hoffentlich war die Tasse Kaffee im Anschluss dann auch dabei. Es freut uns sehr, wenn wir Rückmeldungen bekommen. Ja, auch heute möchten wir wieder ermutigen. Heute sind nicht Fenster dran, ich habe was anderes und da geht's gleich weiter. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder bis um 1 Uhr am Telefon. Ich habe euch heute so eine Zielscheibe mitgebracht und diese Zielscheibe hat für mich eine Geschichte. Wir waren auf einer Messe, haben so einen Stand nach dem anderen angeschaut und dann war eine Frau, die hat zu Isolde gesagt: Wollen Sie auch mal werfen auf so eine Zielscheibe? Isolde sagte: Ich habe noch nie was getroffen. Ja, machen Sie mal, ist ja nicht schlimm, Sie können ja nichts verlieren. Isolde wirft das erste Mal gleich 100 Punkte. Sie war sowas von überrascht, habe ich noch nie. Ich habe noch nie so 100 Punkte erreicht. Und das ist wirklich ein Zeugnis, auch für dich. Wie oft sagen wir, hab noch nie, ich habe es noch nie probiert und ich probiere es auch nicht, weil ich es nicht schaffe. Ich sag dir, du schaffst die 100 Punkte. Du brauchst nicht 100 Punkte auf einer Zielscheibe, sondern trau dich, das zu tun, was dran ist, und du wirst wirklich den Sieg haben. Du wirst wirklich siegen, wo du gesagt hast, das schaffe ich nie und dafür beten wir jetzt. Herr Jesus, ich danke dir dafür, für jeden, der jetzt zuschaut, der sagt, ich schaffe das nicht. Ich schaffe nicht die 100 Punkte, ich schaffe nicht das Volle, ich bin nicht perfekt, ich schaffe nicht, ich treffe das nicht. Das habe ich nicht gelernt, ich weiß nicht, wie es geht und ich danke dir dafür, Herr, dass jeder, der zuschaut, Mut bekommt, das zu tun, was dran ist und Herr, dass du richtig das in das Ziel lenkst, mitten in den Mittelpunkt. Durch die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr, dass Dinge möglich sind, was die lieben Zuschauer noch nie für möglich gehalten haben. Ich danke dir. Amen. Amen. Ja, und ich kann mich ganz gut daran erinnern, an diese Begebenheit. Und ich habe nicht einmal richtig gezielt, sondern einfach nur aus dem Handgelenk geworfen. Und was war wirklich ein Treffer. Ja, wir wollen heute für Menschen beten, die neue Kraft brauchen, die über Ostern Dienst hatten, in welchem Bereich auch immer, die ausgepowert sind, die vielleicht müde sind oder mutlos, die im Krankenhaus Dienst tun, im Pflegeheimen oder wo auch immer. Und dafür möchten wir beten heute. Jesus, ich danke dir, dass du genau mit den Menschen bist, die über Ostern Dienst hatten, die wirklich Kraft brauchen, die vielleicht ausgepowert sind, die vielleicht müde sind oder einfach niedergeschlagen. Und ich danke dir, Jesus, dass du genau diese Menschen jetzt erfüllst mit neuer Kraft, dass sie wirklich eine Perspektive bekommen, dass sie wirklich neue Kraft und neuen Mut bekommen und dass sie spüren, dass du an ihrer Seite bist, dass sie wirklich auch mit neuer Energie in die nächsten Tage gehen können. Danke, Jesus, dass du diesen Menschen ganz nahe bist. Danke. Amen. Und auf WhatsApp erreichte uns ein Gebetsanliegen.
Ich bitte um euer Gebet für meinen Sohn, dass er von den Drogen loskommt, an Geist und Seele heilt und in den nächsten Wochen die ideale Arbeitsstelle findet. Auch dafür möchten wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann berührst und dass du ihn frei machst von den Drogen, dass diese Drogen keine Macht mehr über ihm haben, sondern dass er frei ist in deiner Auferstehungskraft, wie wir es gerade auch an Ostern gefeiert haben. Danke, Jesus, dass du ihm ganz nahe bist und dass du ihn heilst, seine Seele heilst und dass du ihm auch eine Arbeitsstelle für ihn auch eine Arbeitsstelle hast. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch in seinem Leben und wir befehlen ihn dir an. Danke, Jesus, dass du eingreifst. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen hat uns auch erreicht. Da schreibt uns eine Person, betet für meine liebe Mutter, dass sie von ihren schweren Depressionen befreit wird. Und ein zweites Anliegen. Guten Tag, ihr Lieben. Danke für eure Gebete für uns. Ich bitte so sehr um Gebet für Heilung meiner Seele, dass alle Traumata aufgelöst werden und mein ganzer Körper heil wird. Ja, danke, Jesus, dass du auch diese beiden Personen siehst, die von Depressionen oder einfach Traumata leiden. Danke, dass du eingreifst, dass diese Dinge auch besiegt sind am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, Jesus, dass es keine Macht mehr hat über diese beiden Personen. Danke, Jesus, dass sie frei sind, dass sie heil sind an Geist, Seele und Leib. Und danke, Jesus, dass du auch all die anderen, die Menschen, die jetzt unter Depressionen leiden oder irgendwelche Bedrückungen, dass du auch sie kennst und dass du auch sie siehst. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst bei jedem Einzelnen, dass Freude in ihr Leben kommt, dass Licht in ihr Leben kommt und dass sie wirklich gestärkt werden und frei sind von all diesen negativen Dingen. Danke, Jesus. Amen. Und weiter hat uns ein Gebetsanliegen erreicht. Ich habe ein Gebetsanliegen für meine beste Freundin und ihren Mann. Sie stecken in einer Ehekrise. Nicht so gut in diesem momentanen schwierigen Zeit, in dem wir stehen. Finde jetzt, ist vor allem der Zusammenhalt und die Liebe wichtig. Ich weiß aber, dass Gott nicht möchte, dass ihre Ehe auseinanderbricht. Es möge sie heilen, er möge sie heilen und etwas Neues entstehen lassen. Herzlichen Dank für euren Liebesdienst. Ja, Herr, danke. Sei du jetzt auch, Herr, der Mittelpunkt dieser Ehe. Ich danke dir dafür, Herr, auch in diesen Tagen, Herr, wo Nähe auch herausfordernd sein kann, dass du jetzt hineinkommst. Und Herr, dass in jeder Ehe eine neue Liebe entfacht. Herr, nicht irgendwo eine Abneigung, sondern eine neue Liebe hinein. Ich danke dir dafür, Herr, dass die Ehepaare auch wirklich genießen, dass sie auch wieder zusammen sein können, mehr, denn wenn alles wieder normal läuft. Ich danke dir, Herr, sei du der Gegenwärtige und Herr, das, was im Kopf irgendwo immer sagt, das geht nicht, das halte ich nicht aus und ich brauche meine Freiheit. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, Herr, danke, Herr. Und was du zusammengefügt hast, soll der Mensch nicht scheiden. Ich danke dir, dass wir jede Ehe segnen dürfen und dass sie sich festigt und näher in der Liebe zusammenfindet, Herr, in Jesu Namen. Danke. Amen. Amen. Viele Menschen haben uns auch wieder geschrieben, die eine Gebetserhörung hatten, wo Gott wirklich eingegriffen hat in ihrem Leben. Und da habe ich euch zwei mitgebracht. Da schreibt uns ein Ehepaar, aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir von einem Tag auf den anderen unsere Firma schließen. Die Unkosten liefen jedoch weiter, sodass wir gezwungen waren, auch unsere privaten Reserven einzusetzen, das zur Altersversorgung auch vorgesehen war. Ihr wusstet von meiner Situation und habt in der Sendung Gebet um 12 für mich gebetet. Auch das ganze Gebetsteam vom Missionswerk hat sich dem Gebet angeschlossen. Heute am Gründonnerstag kam ein ausreichender Geldsegen auf unser Konto.
Das Tor, das wirtschaftlich geschlossen war, ist wieder offen. Die erste große Hürde ist dank unseres Herrn überwunden. Er ist der Sieger. Amen. Ist das nicht wunderbar, wenn Gott eingreift? Und noch ein Anliegen bzw. eine Gebetserhörung kam. Am 7.3. bat ich Sie per E-Mail um Gebetsunterstützung für den Ehemann meiner besten Freundin. Er lag im Koma auf der Intensivstation mit einer durchbrochenen Hauptschlagader im Bauchraum. Die Ärzte gaben ihm gerade mal 10% Überlebenschance. Er liegt nun seit einigen Tagen auf Normalstation. Es geht ihm gut. Er ist wach und auf dem besten Weg zur Genesung. Danke und nochmals herzlichen Dank an das ganze Team, vor allem an Isolde und Daniel für euren gewaltigen Einsatz. Gott ist gut und er tut auch heute noch Wunder. Und das ist wahr. Ja, das ist wahr. Und was er bei dir getan hat und was du erlebt hast, lass es uns wissen. Die Nummern sind eingeblendet und auch die E-Mail-Adresse. Lass es uns wissen auf der WhatsApp-Nummer. Heute der Tipp des Tages. Kein Fenster putzen, wie ich es euch schon versprochen habe. Aber wir haben es vom Ziel, die 100 Punkte. Welches Ziel, welche drei Ziele möchtest du dieses Jahr erreichen? Schreib sie dir auf, nimm sie dir vor, bete darüber und halte sie dir das ganze Jahr vor Augen. Und ich bin sicher, du wirst es erreichen. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Du kannst uns gerne weiter deine Anliegen schicken. Wir beten gerne für dich. Unser Telefonteam ist noch bis 13 Uhr für dich bereit. Wir freuen uns auch wieder über Feedback und ich möchte dir auch heute den Gebetsleitfaden wirklich ans Herz legen. Du bekommst ihn kostenlos. Schreibe einfach, schreibe uns deine Adresse. Wir senden ihn dir gerne kostenlos zu. Und wir verabschieden uns ganz herzlich von euch, von dir und bis morgen. Alles Gute und Gottes Segen.